game is a pre-pre-pre-pre-alpha-Quadrat. Okay. The beginning of what I set out to be a 2 or 3 year game development. A game that, okay, 2 bis 3 Jahre will er dran arbeiten und das ist jetzt der Anfang davon. Etwas end of days, just a blast to play. Naja, okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, was er bis jetzt hat. Cool wär's, wenn da Augenlöcher wären und ich könnte mir die Mütze so über sich ziehen und dann trotzdem was sehen. Das wäre mein Traum. Ah. Kick den Fußball. Ah. Schreib's gleich auf deine Liste, Herr Entwickler. Fußball, Physik. Adden. Da ist ein Controller. Ein PlayStation Controller, wahrscheinlich. Insider Grave of Giant Skeleton unearthed. Giant Skeleton Hoax. Wow, hast du crazy Haare. Glover, are you hungry? No thanks, Mom. Bist du hungrig, Glover? Nein, danke, Mama. Mama. I'm just going to call it an... Ich hau mich jetzt hin. Geh ins Bett, ich bin müde. Okay. Dann ist die Reste morgen. Oh, das habe ich jetzt irgendwie... Hä? Hallo? Hä? Okay, ich gehe einfach ins Bett. Ich schlafe bestimmt da oben irgendwo. Press Square to open door. Ich möchte gerade irgendwie... Ja! Wow, ich habe in meinem Zimmer einen größeren Fernseher, als im Wohnzimmer steht. Das ist ja crazy. Go to bed. Okay. Don't feel too well. Mir geht's nicht besonders gut. Oh-oh. Wenn... Träume da weitergehen könnten, wo sie aufhören... Oh, jetzt konnte ich es nicht mehr fertig lesen. Oh, wo bin ich? Was zum? Diese Zelle sollte doch eigentlich leer sein. Um Himmels Willen, folge mir. Oder so. Dass man zum Teil die einzelnen Bauteile der Modelle sieht. Ja, das stimmt. Hat was sehr Oldschooliges. Der ganze Kontinent ist im Krieg. Und irgendwas mit Gefängniszellen. Bin mir nicht sicher. Mein Gott, gehst du langsam. NPCs, die sich so langsam bewegen, sind immer toll, oder? Ich gehe schon mal vor, okay? Hallo. Wie geht's? War gerade auf deinen Kumpel. Pass auf, wo du hinsteigst bei diesen Treppen. Sonst brichst du dir noch das... Achso, das sagt wahrscheinlich er. Wartet auf mich. Okay, hier bin ich. Los. Hallo. Ich kann mich nicht an dich erinnern. Oh, jetzt steht da was über dem Text. Was? Warren's office is right around the corner. Take a seat. Okay. Hast du ein schlechtes Gewissen und willst dich deswegen selber stellen? Nein, ich weiß nicht mal, wo ich bin und wie ich hierher gekommen bin. Nun, das ist das Al-Azra Port Prison in Makbara. Und für jetzt...
I'm not completely... And for how you got here? Okay. Und wie du hergekommen bist? Ja, keine Ahnung. Da bin ich mir auch nicht sicher. Anscheinend zahle ich meine Wachen so viel. Was? Apparently I'm paying my guards too much. If we... Anscheinend zahle ich meinen Wachen zu viel, dass schon Fremde einbrechen, um hier Unterschlupf zu finden. Welchen Sinn das auch immer macht. Nachdem bekannt wurde, dass die Titanenrasse nach über 1000 Jahren wieder erwacht ist, hat sich jedes Königreich hier im nördlichen Ice Reach bis an die Zähne bewaffnet. Ich kann mir kaum vorstellen, wie viel Kriminelle will get transferred hier, wie viele hier in den nächsten Tagen überstellt werden. Hier, nimm diese 7 Goldmünzen. Das wird deren Wachen für seine Inkompetenz abgezogen. Das sollte genug sein, um in die Stadt nördlich von hier zu kommen. Okay, und jetzt verschwinde. Na gut. Wann kämpfe ich denn jetzt gegen Riesenskelette endlich? Darauf warten wir doch alle. Port Al-Azhar. Oh, da hinten ist ein Riesenskelett. Habt ihr es gesehen? Und da ist ein Riesenschädel. Tante Wäldchen mal. Warum klebt ihm Bauschaum im Gesicht? Wer weiß. Okay, es gibt keinen Grund, das Geld auszugeben. Ich sollte einfach weiterlaufen, rumlaufen, bis ich aufwache aus diesem seltsamen Traum. Irgendwie, das ist, finde ich, ein cooles Setting, dass es so Giganten gab, aber die sind schon lange tot und überall die ganze Welt ist von deren Skeletten, von deren riesigen Skeletten überzogen und verziert. Das ist irgendwie cool, das gefällt mir. Das ist irgendwie nett. Achso, ich habe nicht genug, um auf hohe See zu gehen. Na gut. Dann gehe ich mal zu dem großen Skelett da hinten. Warum nicht? Sehpotenzial könnte in Richtung Elder Scrolls gehen. Was könnte man aus den Skeletten Klebstoff machen? Das stimmt. Und wie schön sauber die sind. Und so weiß gebleicht. Vielleicht von der Sonne. In den perfekten Zustand. Schon groß. Vom Sand sauber geschliffen. Ja. Oh wow, ich kann durch den Schädel durchgehen. Ja, ich sehe schon. Große Ambitionen hat der. Ich bin mir ja, also ich meine, ich bin mir wirklich sicher, weil das sieht man ja immer wieder, dass mindestens 80% von all den großen, ambitionierten Projekten, die es jetzt zur Zeit gibt, früher oder später einfach im Sand der Zeit versinken werden. Ich glaube, da kann man sich ganz sicher sein. Aber die 20%, und das ist schon sehr optimistisch, ich glaube, in Wirklichkeit sind es wahrscheinlich eher 2% oder sowas, die es dann schaffen, könnten schon echt richtige, vollwertige, coole Spiele sein. Und ich kann mir vorstellen, dass die Entwickler von diesen Dreams-Spielen dann tatsächlich entweder irgendwie Aufmerksamkeit von Studios erwecken, dass die sagen, hey, keine Ahnung, schreiben wir die mal an, oder dass die dann selber ihre eigene Indie-Karriere starten könnten. So von wegen von den Machern von, oder
dass die quasi wirklich ein erfolgreiches Dream-Spiel dann einfach nochmal in der Unreal Engine oder was weiß ich was oder so machen und dann wirklich verkaufen auf Steam. Würde ich nicht ausschließen. Mich würde vor allem interessieren, was wie das dann läuft, mit wenn die erwachen. Die Skelette. Okay. Ist das nur noch nicht fertig gebaut oder soll das so sein, dass wir auf schwebenden Sandinseln sind? Und ich dachte, das ist die nördliche Stadt, zu der ich gehen soll, aber irgendwie ist das, glaube ich, nur eine Kulisse, oder? Ich glaube, hier ist so ziemlich alles nur eine Kulisse. Ab jetzt. Na gut. Okay. Naja. Ich gebe dir mal ein... Ach, es ist vielleicht auch so Parallelwelten. Guck mal, weil oben ist so eine moderne New York-Stadt und unten dieser Sandwüstenpalast-Dingens. Hoffe, dass er da vielleicht noch weitermacht. Horde Mode added. Ah ja, wartet mal. Den Horde Mode schauen wir uns jetzt mal noch an. Ne, warte. Ich glaube, ich muss das Spiel wirklich irgendwie zurücksetzen oder irgendwie sowas. Zurückspulen reicht nicht. Aber ich weiß nicht, wie das jetzt hier geht. Irgendwie geht das. Melden. Ah, na gut, egal. Dann überspringen wir es. Ja, Talente oder vielleicht auch Ideen, die man klauen kann. Das könnte ich mir auch vorstellen. Was? Call of Duty Black Ops 2010. Okay, man spielt schon mal eine Gliederpuppe aus Gummi. Genau wie in Call of Duty oder so. So. Entschuldigung. The fuck? Ich glaube, ich kann hier nichts machen. Ich glaube, das ist einfach nur ein Raum. Vielleicht, wenn man irgendwie Call of Duty Black Ops gespielt hat, sagt man, ah, das ist ja der Raum aus Call of Duty Black Ops. Aber für mich ist das halt einfach nur ein Raum mit Fernseher und so. Deswegen machen wir mal weiter. Slay! Okay. Braucht kein Tutorial. Gehen wir gleich zum Molten Core. After the portal to hell was opened. Klingt interessant. Bewegen. Ah, doch, mit den Richtungstasten. Ich verstehe. Oh, das war ein Gegner. Ich verstehe schon, Retro und so ist ja alles schön und gut, aber die Steuerung ist die Hölle. Passt zum Thema des Spiels. Was? Ich will... Okay.
Aber sehr, sehr, sehr nett gemacht auf jeden Fall. Aber man steuert da quasi mit dem Steuerkreuz links, rechts, oben, unten. Und Straven kann man auf den Schultertasten. Und schießen tut man mit X. Also total falsch alles. Aber so war das früher. Red Key. Schön finde ich bei Ammo a lot. Shotgun. Okay, cool. Irgendwie kommt mir die Shotgun nicht besser vor. Na gut, ich habe genug gesehen. Das Spiel ist ganz schön laut, oder? Machen wir mal. Ich find's gut. Slay ist gut. Weiter. Oh, wir sind durch mit einer, mit ganz viel Kreation. Jetzt müssen wir bewerten. Oh ja, könnt ihr euch noch erinnern? The Quest for Cheese? Ich fand's super. Das Kung-Fu-Spiel. Das Kampfspiel. Ich gebe dem mal keine Bewertung. Keine Bewertung ist für mich immer so, ja, passt schon, aber naja. Das war eigentlich ganz cool. Haben wir eh schon bewertet. Das weiß ich auch nicht, was das war. Das habe ich nur ganz kurz gespielt, weil ich nicht verstanden habe, wie es funktioniert. Das war cool. Das war interessant. Ah ja, das Tomb Raider fand ich ganz cool eigentlich. Ja, Sonic-Spiel. Spherical, was war denn das gleich nochmal? Ach, das Ballspiel, ja, das war cool. Das war ein bisschen langweilig. Top 25% des Community-Champs, mittelalterliches Fantasy. Genau, es gibt nämlich immer auch Community-Champs. Das ist ganz cool, wo die Leute aufgefordert werden, was zu bauen. Na gut, Purgatory fand ich gut. Das da, ich weiß nicht, was das... Ich weiß es nicht, irgendein Meme. Ja. Ja. Ja, das war natürlich gut, aber... Das ist ja auch... Von den Entwicklern von dem Spiel erwarte ich natürlich auch einen anderen Maßstab. Aber das war natürlich schon super. Na gut, okay. Wie spät ist es denn jetzt? Ach ja, dann starten wir noch ein neues Surfen. Ich hatte ehrlich gesagt vor, dass wir heute verschiedene Spiele spielen. Was wir im Grunde auch irgendwie machen. Aber ich meine jetzt, ich hätte auch die Switch noch vorbereitet und so. Aber gut, bleiben wir hier bei dem noch. Jetzt. Das ist nur ein reines Trollspiel. Ah.
Okay, interessant. Love me. Was jetzt der Yoshi mit der Blume? Das ist doch in irgendeinem Spiel wirklich so. Ah, das ist nett gemacht. Ja! Ich glaube, ich muss es nicht nochmal spielen. Oh, was haben wir denn hier? Damned. Damned. Dann starten wir mal Damned. Wow. Das ist ein sehr storyorientiertes Spiel. Du kannst das Intro skippen, aber bitte tu es nicht. Oder so. Ich weiß nicht. Okay. Das ist synchronisiert. Dann schauen wir mal. Die Synchro erinnert mich an Conker's Bad Fur Day. King of all the land. We are here to rid our world of this filth. Hey, DJ Dr. Heckbert. Danke fürs Followen. Schön, dass du so spät noch dabei bist. Ist das jetzt ein Film? Execute. Game over. Ach so, jetzt geht's los. Na dann, schauen wir mal. Puh, jetzt werde ich echt müde. Aber die 40 Minuten schaffen wir jetzt auch noch. Okay. Go, go, Sepuloni. Da, 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 da. Ich finde es ein bisschen lustig gerade. Die Sequenz. Oh, ah, oh, oh. Ja, hallo, Carter. Der Carter findet es auch interessant, was hier los ist. Ist das jetzt schon wieder so ein Wartezimmer wie in dem anderen Spiel? Anscheinend.
Oh, und wir haben jetzt den Moon Clown. Ich dachte, wir haben ein Pure Life geführt. Warum sind wir dann jetzt in der Hölle? Warum ist da eine eklige Spinne? Hallo, aber es ist eine freundliche, eklige Spinne. Welcome to Hell. Kater, du bist echt irgendwie ein bisschen nervig. Huh? Was machen wir denn mit dir, Kleiner? Kater, ich sehe überhaupt nichts. Der steht direkt vor meinem Bildschirm, komplett. Ein Schrumpfkopf. Eine Cyclops-Mom. Ja, ich komme ja schon. You can sit down and wait until your number. Ach so, das ist gar nicht meine Nummer. Meine Nummer ist... Ah, warum rotiere ich so? Ach so, nee, ich bin noch nicht dran. Okay, wir sollten... Okay, noch zwei, dann sind wir dran. Oder wir gehen einfach. Ne, dürfen wir nicht. Now calling number 394,482,659 on counter A. Now calling number 394,482,659. Are you registering a vehicle today? Ob wir ein Auto registrieren wollen? Carter, jetzt komm her, das geht jetzt echt nicht mehr. Los! Ein bisschen muss noch. Die anderen Katzen sind auch so brav. Stell dich nicht so an. Ich bin neu in der Hölle. Oder, ja, genau. Ich bin mir nicht sicher. Das Einzige, was ich weiß, dass ich hier bin, die Spinne hat gesagt, ich soll mit ihnen reden. Okay, ein neuer Bewohner also. Ich hasse das. Here's the Spiel. Du bist tot. Upi. Außerdem in der Hölle. Es sieht so aus, als hätte der große Mann da oben beschlossen, dass du ein fauler Apfel bist und dich hierher geschickt. Du bist für immer hier, also mach's dir gemütlich. Du wurdest Folteraufgaben. Dir wurden Folteraufgaben zugeteilt. Und. The amount of time you serve is based on the severity of your sin. Ach so, je schwerer deine Sünden sind, desto länger musst du hier bleiben und arbeiten, quasi. Welcher Kater denn? Der Gannon war das. Der Gannon. Der Böse. Nee, der ist eigentlich gar nicht böse. Bin ich Psycho, ja, das wär's jetzt. Ist wohl sehr inspiriert von Beetlejuice, huh? Okay, ich überspringe jetzt den Text. Ich habe jetzt keinen Bock auf ein Story-basiertes Spiel. Ich will nur sehen, ob man jetzt noch irgendwie in die Hölle kommt und irgendwas machen und sehen kann. Oh, komme ich jetzt ins Höllengefängnis? Ja! Wir ziehen los mit ganz großen Schritten. Es sah ja wirklich so aus.
inspiriert, nicht kopiert. Helltrain. Der Kopf ist durchsichtig. Damn. Groß genug für den Zug, aber so ist es in der Hölle. Da stimmt nichts zusammen. Hey, you kid. I think we could help each other out. I'm listening. Ich glaube, ich will das jetzt gerade nicht spielen. Aber ich finde es grundsätzlich, glaube ich, vielleicht ganz cool.